das denn? Hellgraue Wolle. Kann ich mir doch noch ein Bett machen. Das ist sehr schön. In seinem teuren Haus hätte ich gerne ein Doppelbett. Da die Struktur von dem Wetter wieder. Nee, ja, das ist wieder falsch. Das will keiner sehen. So. Gut, dann müssen wir halt warten jetzt. Ich gehe mal. Ja, ich gehe nirgends hin, wenn ich den Zombie wieder höre. Da bleibe ich doch lieber hier und baue hier oben noch ein bisschen weiter. Obwohl, nicht, hier wollen wir das anders machen. Und zwar kommt es hier. Genau, hier wird das so gemacht. Genau. Nein, so. Moment. Gut, das konnte ich nicht mehr aufheben, leider. Gut ist, dass sich das Zeug sowieso so hinbaut, wie man es dran setzt. Das ist jetzt schon wieder falsch, oder? Ach mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt hier noch hin. Komm her. Wow! Wow, der hat jetzt erschreckt, ey. Wo kam der denn her? Da kommt auch Zombies ohne Ende. Na komm, dann gehen wir halt schlafen woanders. Dann nehme ich mir gleich mal Kohle irgendwo her mit. Damit ich endlich da mal in Ruhe schlafen kann, ohne dass ich jedes Mal warten muss. So. Wenn wir Glück haben, haben wir im Bauernhaus noch ein bisschen Kohle. Brauchen ja nicht viel, so zwei, drei Stücken reichen ja. Inventory Tweaks wurde geladen. Race Minimap wäre auch mal wieder cool. So. Wo ist er? Ich hasse Creeper. Ein Abschaum, das ist unnormal. Brave Spinne. Über die Türen aufgelassen hier. Schwarze Wolle, rote Wolle. Auch hier ist nirgends wo etwas. Dann ziehe ich mal weiter. Immer irgendwas Sinnvolles eigentlich, meine ich. Unser Starthaus, oh, wo wir am Anfang ja noch alles gebrannt haben, ey. Die ganzen Steine und so, die wir damals gebrannt haben, ey. Ich werde es nie vergessen. Da ist nicht meine Schallplatte drin, okay.
So. Dann holen wir uns halt hier Kohle. Hier keine Kohle zu haben, wäre ein Frevel. Boom, 10 Tonnen Kohle. Tada! Das Eisen packe ich mal hier rüber mit, das brauche ich jetzt nicht mehr. Eine Schere reicht ja vollkommen. So. So, laufen wir außen rum. Haben wir uns auch einen schönen Weg gebastelt, der gar nicht mehr fertig ist, so wie es aussieht. Der hat sich höchstwahrscheinlich zurückgesetzt, als wir... So, jetzt ist er wieder da, der Weg. Ja, das ist sich höchstwahrscheinlich zurückgesetzt, als ich den Welten, als ich den Welten nachgebaut habe. In dem Special, das habt ihr ja gesehen. Das war ja das 600er Special. Für alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind, es ist ja wirklich letzte Zeit, glaube ich, so 50 Leute sind jetzt dazugekommen letzte Zeit. Die Welt, die ihr hier so seht, die hat ein kleines Problem, und zwar habe ich die Welt gelöscht aus Versehen bei einem Reset meines PCs. Und habe die Welt dann nachgebaut. Es ist also nicht alles genau so, wie ich es von der ersten bis zur 500. Folge nachgebaut hatte. Einiges hat leichte Änderungen erfahren. Ansonsten ist die Welt aber genauso wie vorher. Nur falls euch interessiert. Und ihr die Änderungen wissen wollt, dann müsst ihr euch mal die Folgen, die, was ich, die 50 letzten Folgen davor sind das so. Da sollte eigentlich alles gezeigt werden, wie es vorher aussah. Nur falls es euch interessiert. So. So. Hier ist das so jetzt. Das ist natürlich jetzt... Dann müsste ich theoretisch jetzt hier... Nee, nicht hier. Hier nochmal sowas Ding, so ein Ding reinzimmern. Also die Wolle habe ich hier. Wenn ich das Ding jetzt so hier reinmachen kann. Wow, das war knapp. Und dann bräuchte ich das auch hier. So. Okay, das war's auch schon. Ja, hier wird das halt dann normal gemacht, das Dach. Wir bräuchten jetzt Holz und das brauchen wir auch richtige Kohle. Warte mal, wir brauchen das mal. Fackeln jetzt kommen. So. Go, go, go. 16 Fackeln sollten reichen. Ach, das gibt es jetzt sogar noch mehr. Gibt einen ganzen Stapel. So, flapp. Ganzer Stapel Fackeln. Tada. 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 Da noch eine hin. Hier und da noch eine hin. Da hängt eine und da hängt eine. Und dann fackeln wir hier noch die Wiese ein bisschen aus. Nicht ab, sondern aus. Super, so will ich das sehen. Jetzt brauche ich noch richtige Bäume. Wir gehen jetzt wirklich mal zur Baumfarm. Oh, hier sind auch noch Bäume. Hier sind ja auch noch Bäume. Wenn wir hier einen richtigen Park hin basteln wollen, dann müssen wir ja wirklich alle Bäume erstmal abrupfen. Weil wir erstmal die Wege machen müssen und dann die Bäume vereinzelt hier reinsetzen werden.
Darum muss ich wirklich jeden Baum jetzt wegrupfen. Okay, so aus. So, dann du auch noch hier. Habe ich das Gefühl, die Bäume wachsen von alleine nach. Ey, ich habe hier stehen manchmal Bäume, die habe ich nie gesetzt. Hier wird irgendwo noch ein Birkenbaum jetzt gewesen, als ich da hinten, den ich nicht habe einsammeln können. Sieht doch cool aus von hier schon. Was gefällt mir jetzt schon? Ja, wow, toll. Ich baue ja auch mega gerne, also es ist wirklich so mit meiner Lieblingsbeschäftigung. Boah, die Sonne blendet gerade mega. Die blendet richtig durch den PC durch. Das ist also meine Lieblingsbeschäftigung, Farmhäuser zu basteln. Das mache ich mega gerne. So, jetzt mache ich mir hier auch noch so ein Ding. Um das zu stützen. Und dann fliegt nämlich hier jetzt. Auch noch mal aus dem Dachboden rein. So ein kleiner. Den man von hier erreichen kann. Wann sieht das aus? Das sieht, glaube ich, nicht so toll aus. Wenn ich es einfach nur so mache und dann sage, okay, dann kommt man halt hier über das Ding hier so rüber hier drauf. Das kann natürlich auch sein. Kann man natürlich auch machen. Dann werde ich jetzt hier mal ganz kurz, Moment, das geht dann genau wieder drüben. Zwei. Ach siehst du, jetzt habe ich ja die zwei. So. Genau. Und ansonsten wird er nämlich hier abgetrennt. Dann machen wir noch schnell hier eine Kiste oben hin. Ich hätte schon beide 12 Kisten gemacht. Das wäre aber nicht so cool gewesen. Hat man sozusagen hier oben noch vielleicht sein Arbeitszimmer so. So, mal hier. Moment, dann mach ich hier noch ganz schnell. So. Dann kann ich das Zucker verarbeiten. So. Moment. Dann fliegen jetzt Fensterscheiben habe ich doch auch noch, oder? Ja, genau hier. Hier wird dann so sein, dass hier wieder, nein, nicht da.
Hier kommt jetzt das Zeug hier hochgestapelt. So. Ja, dann kommt so, das Dach kommt dann hier so drauf. Das kann ich aber komplett mal ein Ding erhöhen. So. Super, hier kommen jetzt die Fenster wieder rein. Lol. Genau, hier ist so ein kleines Arbeitszimmer. Das ist ja übelst chillig, das ist so ein kleines Arbeitszimmer. Das gefällt mir mega gut. Dann machen wir am besten noch, Moment. Nein. Einen kleinen Tisch rein. So. Und? Oh, sowieso wieder ein paar Kisten. Wow! Boah, was hat der mich jetzt erschreckt? Wie jetzt? Wie kommt der hier? Oh. Alter Schwede. So. Meine Fresse hat der mich erschreckt. Boah. So. Diese Knochen hier haben wir auch wieder. Sehr schön. Da ist das Slenderman.